Bei uns ist Professor Bernhard Hoppe. Er ist Professor für Elektrotechnik an der Hochschule in Darmstadt, zusätzlich Studiengangsleiter für den Fernmaster in der Elektrotechnik und Projektleiter der Open E University im Rahmen des Förderungsprojektes Offene Hochschulen. Herr Professor Hoppe, Sie haben vorhin über das Thema vom Meister zum Master gesprochen, der Umsetzung von Regelungen, die im Qualifikationsrahmen getroffen worden sind. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie gehen Sie an Ihrer Hochschule damit um? Die Umsetzung ist derzeit vom Meister zum Master. Das ist ein Projekt, in dem wir versuchen, das ansatzweise umzusetzen. In der Hochschule ist es natürlich ein sehr umstrittenes Thema, ob wir wirklich Meisterstudierende aufnehmen können und direkt zum Master führen können. Deswegen gibt es bei uns ein Pilotprojekt, das heißt Meister zum Master. Es läuft seit 2011. Und wir haben jetzt schon die vierte oder fünfte Kohorte von Meisterstudierenden aufgenommen zu unseren normal qualifizierten Masterstudenten im Fernstudium. Und wir haben bisher sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir haben aber auch nachvollziehbare Erfahrungen gemacht, dass gerade die Meister- und Technikerstudierenden etwas länger brauchen als die normal qualifizierten Studierenden, die schon mal studiert haben und natürlich sich nicht erst ins Studieren reinfinden müssen wie die anderen. Und von der Seite her ist es verständlich, dass die etwas hinterherhinken, so ein bis zwei Semester hinken sie hinterher. Die Prüfungsnoten sind auch je nach Fach, also gerade in den theorielastigen Fächern wie die also mathematisch orientierten Fächer etwas schlechter, ja, so 0,7 bis 0,8 in der Notenskala von 1 bis 5 schlechter. Richtige Problemfälle hatten wir noch nicht. Manche tun sich etwas schwerer, andere sind aber auch wiederum sehr, sehr gut. Also wir haben die ganze Bandbreite. Wir werden dieses Projekt noch einige Semester weiterführen dürfen. Von der Hochschulleitung ist das genehmigt und werden versuchen, das dann zu evaluieren und die Studienbiografien der einzelnen Studierenden genau nachverfolgen und die mit anderen Studienbiografien von normalen, großen Anführungsstrichen, qualifizierten Studierenden vergleichen, um herauszufinden, wo sind Defizite? Wo sind aber vielleicht auch die praktisch vorgebildeten Studierenden unseren anderen Studierenden überlegen? Das muss man halt mal genau evaluieren. Muss gegebenenfalls das Studienprogramm noch etwas anpassen, durch Vorkurse ergänzen, durch begleitendes E-Learning-Material ergänzen, um da wirklich auch sicherzustellen, dass jeder, der bei uns das anfängt und den wir für qualifiziert halten, das anzufangen, auch eine sehr, sehr hohe Chance hat, das bei normalem Arbeitseinsatz auch erfolgreich bis zum Ende führen zu können. Also aber ein sehr kontrovers diskutiertes Thema hier im Rahmen des Hochschultages war das Thema Mathematik. Aus dem Bereich der Universitäten wird vielen Berufsgebildeten abgesprochen, dass sie die mathematische Qualifikation mitbringen, die es für ein Ingenieurstudium braucht. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht und wie gehen Sie damit um die Leute ins Boot zu holen? Also die Problematik mit der Mathematik ist natürlich so, Mathematik ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich finde auch, Mathematik ist was ganz Tolles, was Wunderbares. Es ist abstrakt, es ist verallgemeinerbar. Ja, es ist absolut ein Gerüst von logisch einwandfreien und unwiderlegbaren Schlüssen, die da aufgebaut worden sind in den letzten Tausenden von Jahren. Und deswegen finde ich, die Mathematik ist eine ideale Disziplin, um sie zu studieren. In den Ingenieurwissenschaften ist es natürlich etwas anders. Da spielt die Mathematik für mich nur die Rolle einer Hilfswissenschaft. Es ist eine Methode, um technische Prozesse widerspruchsfrei und klar zu beschreiben, berechenbar zu machen. Und das ist ja genau das, was der Ingenieur braucht, diese Berechenbarkeit von technischen Vorgängen. Ansonsten kann ich ja gar nichts irgendwie weiterentwickeln oder kann gar nichts verstehen, wenn irgendwas nicht geht, ja? Wenn ich es nicht einwandfrei, logisch, dezidiert nachvollziehen kann. Die Mathematik selber ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld und wir brauchen in Ingenieurwissenschaften halt nur ein sehr, sehr kleines Spektrum von Mathematik. Ja, also da werden mir manche Kollegen zwar widersprechen, aber die Mathematik ist wirklich ein Riesengebiet. Wir brauchen im Wesentlichen die Algebra, Differential, Integralrechnung im Wesentlichen und das ist es eigentlich auch schon. Statistik natürlich noch in manchen Fächern. Und von der Seite her Vektoralgebra vielleicht auch noch, Vektoranalysis, und von der Seite her beschränken wir uns auf ein kleines Feld. Und wenn wir jetzt im Masterstudium sind, ist es ja so, dass wir eine intensive fachliche Vertiefung in einem technischen Gebiet auf aktuellem technischen Niveau machen. Und da gibt es heute ja schon sehr, sehr viele Hilfsmittel, die uns eigentlich die mühseligen Berechnungen, die man vor 50, 60 Jahren mit der Hand gemacht hat, ersparen. Simulationstools beispielsweise nutzen da sehr viel. Natürlich müssen auch die Meister und die Techniker, die müssen das erlernen, ja, gewisse Nomenklaturen im Verständnis der Elektrotechnik auf Masterniveau zu verstehen. Da gibt es bestimmte Beschreibungsweisen von technischen Prozessen, die sich auf mathematische Verfahren stützen. Beispielsweise Laplace-transformierte oder Fourier-transformierte Beschreibungen,
Linearisierungen und Ähnliches. Und da müssen die Studierenden gezielt rangeführt werden. Das tun wir auch. Wir haben speziell ein Vorsemester entwickelt. Das ist nicht direkt ein Studiensemester, das ist ein Vorbereitungssemester, in dem wir mathematische Methoden der Elektrotechnik, angefangen von Ausklammern, Wurzel ziehen bis zu den Laplace-Transformationen, intensiv nacharbeiten und den Studierenden die Möglichkeit geben, sich dort das Wissen anzueignen. Zumindest insoweit anzueignen, dass sie wissen, was mit den Begrifflichkeiten im Einzelnen gemeint ist. Ja, im Masterstudium muss man das in der Regel nicht nochmal durch eine extra Prüfung belegen, dass man das alles verstanden hat. Da wird das einfach aus dem Bachelor vorausgesetzt. Ja. In dem Bachelorstudiengang, den wir ebenfalls anbieten, dieser Open E-University-Studiengang aus dem offenen Hochschulprogramm, ist natürlich schon das Problem, dass beruflich Qualifizierte eigentlich den kompletten Stoff, den wir in den Ingenieurwissenschaften mathematisch brauchen, auch durch Prüfungen und nachweisen müssen. Und das ist natürlich eine ganz andere Hürde, als wenn ich nur wissen muss, das gibt's, das bedeutet das und das, und wenn ich es brauche, gucke ich da und danach und drücke auf dem Taschenrechner auf die und die Taste. Ja? Das ist das Masterniveau. Im Bachelorniveau muss ich es wirklich grundsätzlich verstanden haben, um das wirklich dann auch ein für alle Mal verinnerlicht zu haben und innerhalb der gesamten Breite der Elektrotechnik anwenden zu können. Also wie gesagt, die Mathematik ist sehr, sehr wichtig. Sie eignet sich aber nicht als Diskriminierungsinstrument, um gewisse Studierendengruppen auszuschließen. Ich glaube, dass die Mathematik wirklich von jedem sich erarbeitet werden kann. Es gibt auch in der Geschichte sehr, sehr viele Beispiele von Leuten, die halt nicht akademisch qualifiziert waren, dass sie sehr gute Mathematiker waren. In Darmstadt zum Beispiel den berühmten Professor Küpfmüller, der war gar nicht promoviert, ja, der war Rechenassistent. Ja, das heißt, er war sehr, sehr flott mit der Logarithmentafel. Ja. Der hat aber später ganz wichtige Lehrbücher geschrieben über theoretische Elektrotechnik. Und man kann das nicht so sagen, dass das unbedingt jetzt ein universitäres Studium braucht, um tatsächlich mathematisch so fit zu werden, um als Ingenieur arbeiten zu können. Und deswegen sind wir sehr, sehr daran interessiert, erstmal ein Curriculum aufzustellen, was sich genau an den Erfordernissen orientiert, die ein Elektroingenieur braucht. Und zum anderen auch ein Lehrformat zu finden. Braucht ein beruflich Qualifizierter vielleicht einfach nicht nur zwei Semester Mathematik, sondern drei oder vier? Kann ja sein. Ja. Ist es nicht sinnvoll, vielleicht am Anfang Fächer zu nehmen, die sich selbst heraus die Mathematik verschaffen? Ich denke an die Digitaltechnik, ja, das ist ja eine boolesche Algebra im Wesentlichen. Sollte man die nicht vielleicht vorziehen und dann die Studierfähigkeit herstellen, dann die Mathematik sukzessive nachfüttern? Solche Dinge wollen wir natürlich in dem Projekt offener Hochschulen uns erarbeiten und weiter ausbauen, um dann wirklich Qualifikationsstrukturen zu haben, die dann auch wirklich für alle taugen. Nämlich einmal für den normalen Abiturienten oder auch für den beruflich Qualifizierten. Professor Hoppe, ich würde Ihnen einen Wunsch freistellen, in der deutschen Bildungslandschaft etwas zu verändern, ohne groß darüber diskutieren zu müssen. Was würden Sie sich wünschen? Ja, ich würde mir wünschen, dass wirklich jeder und jede gemäß ihren Begabungen und Fähigkeiten gefördert wird durch das Bildungssystem und dass er sich oder sie sich weiterentwickeln können bis zu dem Stadium, wo sie sich weiterentwickeln können. Ja, wollen sie als Facharbeiter arbeiten oder sollen sie als Facharbeiter arbeiten? Wollen sie aber irgendwie als Ingenieur oder als Promovierter arbeiten? Dann sollte auch die Möglichkeit bestehen, dass jeder da hinkommen kann, unabhängig davon, ob er mit 14 Hauptschulabschluss gemacht hat und dann eine Lehre gemacht hat. Das darf eigentlich nicht das Kriterium sein, was ein ganzes Berufsleben bestimmt. Also Durchlässigkeit, aber auf individualisierter Basis, chancengerecht, ja, dass wirklich jeder zu dem Ziel kommen kann, zu dem er befähigt ist und zu dem er kommen will.